Das ist Amelie. So sieht sie heute aus, mit 11 Jahren. So mit 6. So mit 3. Und so als Baby. Und mit Babys hat auch ihr größter Wunsch zu tun. Mein Traumberuf ist Kinderärztin auf der Neugeborenenstation im Krankenhaus, da es mich sehr interessiert, wie Babys nach der Geburt behandelt werden. Amelie lebt in Dasing bei München und ich bin heute hierher gekommen, um sie zu überraschen. Denn noch weiß sie nicht, dass sie bei Dein großer Tag dabei sein darf. Amelie liebt kleine Kinder. Deshalb passt sie auch immer wieder gerne auf den 3-jährigen Max aus der Nachbarschaft auf. Wir haben mit Erlaubnis der Eltern unsere Kameras in Max' Zimmer versteckt. Gleich werde ich Amelie überraschen. Ich bin gespannt, wie sie reagiert. Guten Tag. Hallo. Bist du Amelie? Ja, ich bin Amelie. Ach, das trifft sich gut. Ich wollte zu dir. Okay. Was machst du hier gerade? Ich passe gerade auf einen. Auf wen denn? Auf Max. Du passt gerne auf Kinder auf, oder? Ja. Und du verbringst auch nicht nur gern Zeit mit Kindern, sondern auch mit Babys, habe ich gehört. Ja. Hast du schon mal was von Dein großer Tag gehört? Ja. Da hast du dich beworben, oder? Mhm. Was ist denn dein größter Wunsch? Ich möchte einmal in der Neugeborenenstation im Krankenhaus arbeiten. Was hältst du denn davon, wenn du ab morgen mit mir nicht in die Schule gehst, sondern wir gemeinsam Kinderärzte bei ihrer Arbeit begleiten und ins Krankenhaus gehen? Ja! Klingt das gut? Mhm. Bist du dabei? Ja! Na dann, herzlich willkommen bei Dein großer Tag! Okay, danke. Amelie ist dabei, sehr schön! Guck mal, wer da alles kommt. Die Mamas von Amelie und Max. Amelies Bruder und alle anderen freuen sich mit ihr. Die Überraschung ist gelungen. Zeig doch mal, wo du wohnst. Also, das hier ist mein Zimmer. Das Wow. Das Hochbett. Ja, das ist einfach mein Lieblingsbett, weil das mag ich einfach total gern. Neben ihren Hobbys Hip-Hop-Tanzen, Tennis und Keyboard-Spielen gestaltet Amelie ihr Zimmer gerne selbst. Und was haben wir hier drüben? Darf ich das mal anschauen? Ja, bin ich als kleines Baby. Ach, süß. Das bist du? Ja. Das ist ja total niedlich. Genau, das bin ich. Ganz frisch auf die Welt gekommen. Das bin ich und mein Bruder. Ja. Mein Bruder war ganz stolz auf mich. Jetzt hast du mir deine ganzen süßen Kinderfotos gezeigt. Ja. Jetzt musst du mir aber auch mal erzählen, wie du überhaupt auf deinen Wunsch gekommen bist, ja, also, Kinderärztin zu werden. Ich mag einfach Babys total gerne und ich könnte, es sind einfach so süß und ja, für mich ist das einfach das Beste. Also ich finde Babys auch tatsächlich süß, aber ist das nicht auch manchmal ein bisschen anstrengend? Ja, natürlich, aber das ist mit normalen Menschen auch so. Wir sind ja auch manchmal nörgelig oder regen uns auch gegenseitig auf, aber Babys einfach. Ja. Das macht dir nichts, wenn die vier rumschreien? Nee, das macht mir eigentlich nichts. Na dann, auf geht's, Amelie. Dein Abenteuer beginnt. Und zwar hier, im Olga-Krankenhaus Stuttgart. Auf der Kinderstation wird alles dafür getan, dass sich die jungen Patienten hier möglichst wohlfühlen. Na, wie geht's dir? Gut. Ja? Komm, wir gehen mal da rein. Okay. Dann erzähle ich dir gleich mal, was dich heute erwartet. Mhm. Okay? Lass uns da drüben Platz nehmen. Okay. Ah, wie hast du geschlafen? Ja, dann ab 3 Uhr gut. Ui, so spät? Ja, ich war ganz aufgeregt. Dein erster Tag bei Dein großer Tag. Mhm. Wir dürfen dich natürlich noch nicht heute an die echten Babys ranlassen. Dazu gehört natürlich ein Training. Mhm. Und deswegen haben wir uns heute für den ersten Trainingstag überlegt, dass du heute mal mitläufst und dir die Arbeit von den Kinderärzten und den Pflegekräften anschaust. Ja. Wie findest du das? Toll. Ja? Mhm. Hast du eine Idee, was noch fehlt als so eine richtige Kinderärztin? Man hat doch immer so einen weißen Kittel an oder so eine. Stimmt! Hast du noch gar nicht gesehen? Nee. Guck mal, ich habe dir was mitgebracht. Tada! Oh, cool. Den kannst du gleich mal anziehen. Okay. So, soll ich den zumachen? Zeig dich mal, dreh dich mal. Das sieht gut aus. Mit ihrem Kittel sieht Amelie gleich wie eine Ärztin aus. Hallo. Hallo. Wir treffen Stationsleiterin Andrea. Ich bin die Andrea. Ich bin die Amelie. Hallo. Ich heiße dich heute willkommen auf der Station MA 42 Mollgele, Frau Doktor. Ja. Wir sind in der Station, haben Kinder von 0 bis 18 Jahren. Also das heißt von wirklich ganz frischen Babys bis das ins Erwachsenenalter übergehen.
Da bist du jetzt gerade so mittendrin, ja, dran. Also du könntest gut bei uns sein. Ja. Aber heute stehst du auf meiner Seite. Heute sind wir die, die versorgen. Da bin ich auch sehr froh drüber. Also als erstes würden wir jetzt zu dem Patienten gehen. Mhm. Würden noch mal gucken, ob es dem gut geht. Der bekommt nachher von uns ein Medikament. Okay. Der bekommt eine Infusion von uns, mhm, die er regelmäßig braucht. Okay. Und da würden wir jetzt einfach mal hingehen. Der wartet schon auf seine betreuende Ärztin heute, okay, Morgen. Okay. Und schon gehört Amelie zum Ärzteteam dazu. Unser erster Patient heißt Sven, ist 7 Jahre alt und wegen einer Knochenkrankheit immer wieder hier auf der Station. Hände desinfizieren ist immer ganz wichtig, weil die Hygiene im Krankenhaus ist das A und das B. Mhm. Das heißt, wir nehmen ganz viel Flüssigkeit, mhm, und sind eine Kohle voll und desinfizieren uns die Hände. Guck mal, Sven, ich habe dir heute eine Ärztin mitgebracht. Hallo. Die heute nach dir gucken möchte. Hallo. Wie geht's dir? Gut. Wir würden dich nachher zusammen verkabeln, am Monitor anschließen. Mhm. Und dann machen wir die Infusion dran. Die Christiane richtet die jetzt gerade schon. Muss heute nicht so lange warten. Ja. Gut. Dann würden wir den Sven jetzt verkabeln. Ist das gut? Nee, jetzt geht's los, Sven, genau. Guck mal, das hier sind die Elektroden. Sven, mach schon mal dein T-Shirt hoch. Zeig schon dein Bäuchle. Jawohl. Guck mal, das geht sehr stark. Wo läuft die jetzt hin? Einfach mal hier oben. Oben, also nicht direkt auf die Brustwarze, weil das würde wehtun, weiter hoch. Nicht direkt drauf. Genau. Perfekt. Und dran kleben. Super. Genau. Auch oben drüber. Super. So. Und dann die dritte Elektrode. Dann wissen wir nicht, wo ist denn der Brustkorb und da drunter. Jetzt geht's. Einmal hier drunter. Genau. Ich bin überrascht, wie geschickt Amelie das macht. Sie scheint überhaupt keine Scheu zu haben. Stecken, ganz egal in welcher Reihenfolge. Guck mal, das sind die Deutschlandfahnen. Farbe schwarz-rot-gold. Jetzt darf Amelie sogar die Infusion bei Sven anlegen. Sie macht das super und ihr Patient scheint auch zufrieden. So, das war dein erster Patient. Ja. Wie war's? Ich fand's eigentlich schon schön. Ich fand's auch toll, dass er mich da dran gelassen hat und nicht gesagt hat, nee, ich möchte's nicht, weil nicht jedes Kind mag das vielleicht. Ja. Weil du gehst sehr unkompliziert auf die Kinder zu. Da hätten wir jetzt viel größere Hemmungen und hätten nichts gesagt, hätten nichts gemacht. Ein tolles Kompliment für Amelie. Sie und Andrea verstehen sich prima. Man denkt immer, weil die so klein sind, die Kinder dann auch, dann sind die auch im Kopf noch ganz Nein, klein. Das stimmt. Aber im Kopf entwickeln die sich ganz normal. Okay. Und schon geht's zur nächsten Patientin. Hallo. Ich habe meine Kollegin mitgebracht, die Frau Dr. Amelie. Die würde heute bei euch mal Blutdruck messen. So? Genau, perfekt. Und du sagst, wenn was nicht richtig ist. Ja. Du bist der Profi. Ist das so richtig? Das ist richtig, oder? Hat sie richtig gemacht. Okay. Wir stecken das zusammen. Auch hier klappt alles auf Anhieb. Ich habe das Gefühl, Amelie und Andrea würden schon ganz lange miteinander arbeiten. Also, dann bis später. Meld dich, wenn du was brauchst, gell? In der Zentrale der Kinderstation ist immer was los. Die vielen Ärzte und Pflegekräfte sind rund um die Uhr für die Versorgung der Patienten da. Andrea hat jetzt eine etwas unangenehme Aufgabe für Amelie. Es geht um den Umgang mit Spritzen. Jetzt geben wir ein Medikament, das spritzt ein Arzt direkt in die Vene, auch schon in so einen liegenden Zugang. Spritzen an Kinder ist schon fies, oder? Ja, Spritzen finde ich auch nicht so ganz toll, aber muss sein. Gehört dazu? Ja. Okay. Wir machen hier oben auf. Okay. Das ist eine sterile Spritze. Das heißt, mit der Spitze guckst du, dass du nirgendwo mehr jetzt was berührst. Okay. Weil es soll ganz sauber sein für das Kind. Hier ist eine Kanüle, die machen wir vorne drauf. Perfekt. Gut. Jetzt ziehen wir mal den Deckel hier vorne ab. So, das ist jetzt hinein. Wir stechen dich nicht, ich steche mich nicht, wir stechen auch jetzt niemanden. Wir wollen nur das Wasser aufsehen. Mhm. Hier haben wir das Wasser. Mhm. Wir brauchen 5 Milliliter von diesem Wasser in dieser Spritze. Ich gehe ein bisschen raus. Sehr gut, perfekt. Okay, super. Jetzt darfst du diese Spritze nehmen und im Prinzip wie ein Dartpfeil macht man das da rein. Genau. Super. Und jetzt darfst du das ganze Wasser da rein spritzen.
Diese Spritze kommt zwar nicht zum Einsatz, aber Amelie weiß jetzt, wie exakt man hier arbeiten muss. Und jetzt kannst du es umdrehen und wirklich gucken, wann bist du bei 4. Ist nicht schlimm, wenn es verspritzt. Okay, super, so? Perfekt. Okay. Nach dieser Übung darf Amelie jetzt einen der Kinderärzte auf der Station kennenlernen. Jetzt komme ich mal mit dazu. Hallo. Hallo. Du bist der Amelie. Genau. Von dir habe ich schon viel gehört. Du hast schon viel gelernt, ne? Ja, heute. Du bist angehende Ärztin. Ja. Super. Das ist unser Dr. Dammann. Das ist eine unserer Oberärzte hier bei unserer Station. Der ist zuständig für die Kinder mit den Magen-Darm-Erkrankungen. Mit Dr. Dammann geht es zur Visite, also der Untersuchung des nächsten Patienten. So. Der 6-jährige Joseph hat starke Bauchschmerzen. Hallo. Guck mal, lass mal einmal gucken. Da ist er. Oh, much air in the belly. Weißt du, wo der Blinddarm sitzt? Ja, irgendwo. Irgendwo im Bauch. Der ist da rechts unten. Genau. Da gehört der Blinddarm hin. Jetzt sind wir schon fertig. Und mehr machen wir manchmal auch gar nicht. Wir wollen gerne wissen, wie geht's heute, weil wir ihn ja morgen vielleicht noch mal wiedersehen. Und ich habe ihn gestern schon gesehen. Und ich gucke mir die Veränderungen an. Bye, bye. Damit geht auch schon unser Tag auf der Kinderstation zu Ende. Amelie ist schwer begeistert. Ja. Das war spannend, oder? Ja, das war ganz toll. Das war dein erster großer Tag. War schon sehr, sehr spannend. Ja. Was glaubst du denn, was dich am zweiten Tag erwartet? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung und ich lasse mich da auch sehr überraschen. Soll ich dir verraten? Ja. Ja? Ja. Möchtest du es wissen? Ja. Pass auf, morgen bekommst du wieder ein Training. Und zwar dieses Mal mit Puppen. Ui. Ja, aber morgen haben wir so richtige Trainingspuppen, mit denen lernen auch Pflegekräfte und Ärzte. Und da darfst du dann ganz viel ausprobieren. Ja. Das heißt, wir kommen dem Thema Babys Schritt für Schritt näher. Ja. Ist das cool? Ja, ich freue mich schon voll. Mit solchen Puppen trainieren also auch Profis. Zum Beispiel, was sie bei Notfällen tun müssen. Auch Amelie darf hier gleich üben. An dieser etwas verkrampft schauenden Puppe. Wir werden schon erwartet. Hallo. Hallo Amelie. Hallo. Hallo, ich bin die Deborah. Hallo. Hallo, grüß dich. Ich bin Hebamme Amelie. Und das hier ist eine, sieht ein bisschen aus wie eine Puppe, gell, wenn du da mal ins Gesicht guckst. Ja. Aber wir sagen dazu Simulatoren. Und wir können hier praktisch einmal eine Geburt simulieren, wie ein Baby auf die Welt kommt. Okay. Hast du das schon mal irgendwie? Nee, ich habe das immer als im Kindergarten dann gespielt. Aber ja, aber noch nie, hast du noch nie so gesehen, oder? Und du weißt ja, dass, wie Babys auf die Welt kommen, ja, oder? So genau. Ein bisschen. Als erfahrene Hebamme hat Deborah schon vielen Müttern geholfen, ihr Baby auf die Welt zu bringen. Kannst du dir denn vorstellen, wie man ein Kind kriegt? Beine auseinander. Genau, das ist wichtig, ganz wichtig. Genau, weißt du warum? Ja, weil so, da hat man ja wenig Platz. Genau, da hat man wenig Platz. Da kann das Baby sich gar nicht richtig gut hier durchs Becken drehen. Ne? Also könnten wir der guten Dame auch mal helfen, dass sie die Beine ein bisschen auseinander machen. Möchtest du das andere Bein vielleicht ihr? Kannst du kannst auch von hier machen, genau. Das geht. Und du merkst schon, Hebamme ist ein anstrengender Beruf. Weißt du denn, wie lange eine Geburt geht? Also man. Also so insgesamt eine Stunde oder? Manchmal kann es 12 Stunden dauern. Manchmal auch 20. Ja. Manchmal auch nur 3. Ja. Jetzt kann Amelie spielerisch miterleben, wie eine Geburt abläuft. Und worauf die Hebamme dabei achten muss. Guck mal, da kommt das Köpfchen. Super. Genau. Und jetzt, Amelie, jetzt macht man ganz vorsichtig. Wartet mal. Kommt raus. Super. Spitze. Ja, da ist es. Willkommen. Als allererstes soll es ja. Soll's, glaube ich, mal zur Mutter. Genau. Wir können es erst noch ganz kurz hier halten, warten, bis die Frau sich von der Wehe erholt hat. Und dann sagen, das Baby ist da. Dann trocknen wir ihm ganz bisschen das Gesichtchen ab. Und dann das zur Mama, genau. Für Amelie war auch diese Übung eine tolle Erfahrung. Es war so, wie ich es mir vorgestellt habe, vielleicht auch noch ein bisschen besser. Weil ich das einfach toll fand, dann das Baby entgegenzunehmen, dann das abzutrocknen. Das war einfach mein Traum und der ist jetzt erfüllt. Aber es geht gleich weiter mit der Untersuchung des Neugeborenen. Und jetzt machen wir die erste Untersuchung. Weißt du noch, wie die heißt? Q1. Ja, Spitze, genau. Hast du denn schon mal irgendwie gehört, was man da so machen muss?
Nö, eigentlich noch nicht. Wir fangen eigentlich an wieder bei was du schon kannst, nämlich wir gucken, ob das Herzchen gut schlägt. Okay. Und jetzt guckt ein Kinderarzt, auch eine Hebamme, aber die kann das nicht so gut wie der Kinderarzt, ob da irgendwelche Herzgeräusche zu hören sind oder ob das Herz einfach nur normal schlägt. Ganz super. Ganz super. Und manchmal ist es so, dass das Baby dann dabei total schreit. Dann hört man überhaupt nichts. Ja. Dann kann man zum Beispiel dem die Hand in den Mund stecken, dass es ein bisschen da dran saugt und dann wird es ruhig. Okay. Vom Kontrollraum aus kann ich die Untersuchung beobachten und die Reaktionen der Babypuppe steuern. Was denkst du, was müssen wir noch machen? Also sind auf jeden Fall hier vielleicht der Brustkorb. Ja. Und auf jeden Fall die Nabelschnur angucken. Genau, da gucken wir, ob das Bäuchlein weich ist. Das ist es, ne? Ja. Sonst hätte das Baby vielleicht irgendwie zu viel, irgendwie eine schlimme Verstopfung oder irgendwas mit dem Darm, aber da ist alles gut. Amelie macht das bisher super, aber jetzt bauen wir noch eine kleine Schwierigkeit ein. Das kann ja im wahren Leben auch passieren und wollen schauen, wie sie reagiert. Frau Dr. Amelie, eine kleine Schwierigkeit tritt auf. Die Lippen des Babys laufen blau an. Bitte kümmern Sie sich darum. Oh. Er wird immer blauer, gell? Oh, und jetzt? Was hast du denn für eine Idee, was könnten wir machen? Braucht man so eine Atemmaske, oder? Genau, wenn es schlimm ist, brauchen wir so eine Atemmaske. Mhm. Wenn es noch nicht so schlimm ist, jetzt ist es ja noch nur leicht. Dann nimmt man es doch auf den Rücken. Richtig. Und dann man nimmt es hoch. Willst du es mal machen? Mhm. Nimm es mal hoch und klopf mal ein bisschen. Ganz ruhig, da muss man ein bisschen beherzt klopfen, wenn es das macht. Und dann kann man es auch wieder ins Gesicht anpusten. Genau. Und dann kannst du es auch ein bisschen so hier wieder massieren, so wie das vorhin. Ja, spitze. Oh, jetzt atmet es wieder. Super gemacht. Gut. Ja. Vielen Dank, Frau Dr. Amelie. Das haben Sie wunderbar gelöst. Bitte. Gut. Du hast dich bisher echt gut geschlagen. Ich bin total beeindruckt. Also du bist auch so ein bisschen über deine Grenzen hinausgewachsen. Ja. Und deswegen schlage ich vor, besuchen wir morgen die Neugeborenenstation. Ja, also cool. Morgen siehst du die echten Babys. Ja, das ist toll. Und was hoffst du? Was wünschst du dir von dem Tag? Dass ich ein Baby wenigstens mal ein bisschen in die Arme nehmen darf. Weil so ein neugeborenes Baby hatte ich noch gar nicht in der Hand. Mal schauen. Noch weiß auch ich nicht, was heute möglich sein wird. Wir sind auf der Säuglingsstation des Robert-Bosch-Krankenhauses Stuttgart. Schwester Daniela zeigt uns zuerst den Kreissaal. Hallo. Hallo, Daniela. Hallo, Sandra. Ich darf dir vorstellen, das ist die Amelie. Hallo. Hallo, Amelie. Ich bin die Sandra. Ich bin eine Hebamme hier im Kreissaal. Ist das schön bunt hier, oder? Ja, das ist total bunt hier. Das muss auch schön freundlich aussehen, dass die Frauen, die zu uns kommen, sich natürlich wohlfühlen und geborgen fühlen. Und schön hell muss es sein. Gell? Das ist zum Beispiel, das ist das Wichtigste im Kreissaal, unser Kreisbett. Genau. Ja, da kommen dann Babys auf die Welt. Genau. Ist eine der vielen Möglichkeiten, wie man entbinden kann. Man lernt das in der Hocke. In der Hocke, das geht auch. Da haben wir hier zum Beispiel auch einen Gebärhocker. Du darfst dich auch gerne mal draufsetzen, wenn du das möchtest. Und dann ist die Hebamme praktisch, ist hier vorn und stützt die Frau und hält die Frau und nimmt natürlich auch das Baby in Empfang. Die Badewanne, das ist auch was Tolles, weil die nämlich auch schön groß ist. Da wird das Wasser auch, das Wasser ist bis oben hin voll, dass die Frau wirklich schön in dem warmen Wasser drin liegt. Mhm. Ja, und auch der Bauch ist dann schön mit dem Wasser bedeckt und auch noch mit einem Tuch, das schön warm hält die ganze Zeit. Amelie, weißt du, warum hier so ein Tuch hängt? Ja, bei beiden. Ja, damit man sich da abstützen kann, würde ich mal sagen. Weil auch vielleicht kann man da auch ein bisschen dran ziehen, dass dann, wenn man halt die Wehen hat, dass man Stress abbauen zum Beispiel. Genau, Amelie, das ist richtig. Jetzt zeige ich dir noch den OP-Saal. Da werden die Kaiserschnitte gemacht. Manche Babys kommen hier mit einer Operation zur Welt. Und dann kann man da reinschauen. Und da sieht man dann eben auch die Liege, wo das Baby entbunden wird, wo es auf die Welt kommt. Und da darf der Papa mit rein in den Operationssaal. Gell? Da darf dabei sein, wenn das Baby auf die Welt kommt. Die Hebamme ist mit drin. Dann sind die Narkoseärzte drin und auch die Frauenärzte. Jetzt darf Amelie zum ersten Mal ein ganz kleines Baby erleben. Der kleine Lukas wurde erst vorgestern geboren. Oh, wie süß. Das ist der Lukas. Oh. Mama Ines erlaubt uns, bei der Untersuchung von Lukas dabei zu sein.
Die U2 dient mir dazu, dass ich erstmal schaue, dass alles beim Kind da ist, was da sein soll. 5 Finger, 5 Zehen, alle Ohren und Augen, dass es keine Fehlbildungen hat. Bei Lukas ist alles in Ordnung. Ähnlich wie gestern bei der Puppe untersucht die Kinderärztin das Baby ganz genau. Alles dran. Für mich ist es aber auch ganz wichtig, dass der Lukas sich wehrt und schimpft. Es spricht auch für ein vitales und gesundes Kind. Ne? Und dieses Bändchen kriegt aber jedes... Das bekommt jedes Baby bei uns. Und die Mütze auch, oder? Auch die Mütze bekommt auch jedes Kind. Jedes okay. Kind bekommt eine selbstgestrickte Mütze. Schön, dass Amelie das erleben darf. Aber so gerade eben hat mir Schwester Daniela noch eine weitere große Überraschung verraten. Jetzt haben wir dich ganz schön auf die Folter gespannt, oder? Ja, hallo. Daniela, was passiert als nächstes? Wir haben eine kleine Überraschung vorbereitet für die Amelie. Und zwar ist so, dass eine Mama erlaubt hat, dass du sehen darfst, wie das Baby nach dem Kaiserschnitt rauskommt auf den Bauch. Und die Hebamme zeigt dir quasi das Baby, wie das frisch geboren, frisch geschlüpft rauskommt aus dem Bauch. Und dann darfst du das anschauen und dabei sein, wie man das abnabelt. Ja. Genau. Oh, cool. Wie aufregend! Siehst du schon was? Auch für mich! Gar nichts. Hörst du was? Nee. Ich auch nicht. Ich habe Schreien gehört, der erste Schrei. Muss ganz leise sein? Ja. Und dann sieht Amelie zum ersten Mal ein neugeborenes Baby. Wenn die Babys schreien, gell, dann zeigen die, dass es ihnen gut geht. Dann wird die Lunge belüftet. Oh, jetzt lass mal drauf gucken. Gerade eben geboren. Und du darfst ganz frisch. Als zweite, als dritte. Und jetzt schauen wir nicht zurück zu Mama und Papa. Okay? So schnell geht es, gell? Das war ja und? Krass, oder? Das war jetzt ein ganz neues Baby. Das hast du noch keins gesehen, so frisch, gell? Oh. Kannst du beschreiben, wie das gerade war? Das ist ganz toll. Das ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es war einfach ein unglaublicher Moment, weil das Baby ist, ja, wie so gesagt, gerade erst gekommen. Du bist der Dritte, der das sieht. Und es ist einfach so toll, ein tolles Gefühl. Danke, Daniela, dass wir das mit anschauen durften. Sehr gerne. Ich glaube, wir haben jemanden sehr glücklich gemacht. Ja. Was für ein Abenteuer waren diese 3 Tage. Für Amelie und auch für mich. Ich habe von Amelie gelernt, Berührungsängste zu verlieren und mit Patienten ganz natürlich umzugehen. Wir haben tolle Menschen getroffen, die in ihrem Beruf anderen helfen, gesund zu werden und neues Leben auf die Welt zu bringen. Übrigens, Amelie will inzwischen lieber Hebamme als Kinderärztin werden. Und ganz zum Schluss geht Amelies größter Traum in Erfüllung. Sie darf zum ersten Mal in ihrem Leben ein ganz kleines Baby im Arm halten. Danke an Mama Ines und an den kleinen Lukas. Das ist so süß. Das war Amelies großer Tag und der war ein voller Erfolg, oder? Aber hallo. Also es gab so viele Emotionen, wir haben viel gelernt, viel erlebt, es war wirklich großartig. Und wenn unsere Zuschauer zu Hause auch einen großen Wunsch haben, dann sollten sie sich auf jeden Fall bei Dein großer Tag bewerben. Genau, also geht auf deingroßertag.de, schickt mir eure Bewerbung und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.